lieber Schütze, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven und deine Liebessituation uns anschauen für den Monat Dezember 2023. Bitte bedenke, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, liebe Schütze, hör dir deinen Aszendent, der spielt eine große Rolle, deinen Mondsternzeichen und deinen Venussternzeichen. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ein Crosswatcher, ich höre mir gerne auch den Sternzeichen von jemand anderen an, kannst du das auch machen. Das ist möglich, weil das deine Anziehungskraft ist. Ja? Du hast eine weibliche und eine männliche Energie, auch wenn du ein Mann bist und du sagst, Katja, ich resoniere mit der weiblichen Energie, das macht nichts aus, weil du genauso eine weibliche Energie hast. Und wenn du eine Frau bist, genauso könntest du dich hier bei der männlichen aktiven Seite befinden, aber das könnte auch gut sein. Es ist ein bisschen von jeder Seite etwas dabei. Ja? Okay, wir haben jetzt die wichtigsten Dinge erwähnt. Das wird auch wahrscheinlich sein, dass du heute dieses Video sehen wirst, aber morgen wird dafür nicht der Steinbock rauskommen, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Das werde ich aber noch kommunizieren, ja. Da bin ich auf einen Lehrgang und das geht einfach zeitlich nicht. Okay, so. Liebe Schützelein, für dich, wie sieht es aus in deiner Liebessituation, ja? Mit deinem Kontrapart, die Person, mit der du dich gerade triffst oder mit der du gerade etwas hast, ja. Das kann auch gut sein, du hast mehrere Männer im Visier, mehrere Frauen, ja, unter die Lupe und schaust dir an, welche kann die richtige oder der richtige sein, ja. Lass Kontrollthemen los. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Ja, das ist, wenn wir versuchen, die Situation zu kontrollieren. Wenn wir denken, dass wir das in der Hand haben. Ja, oder ich denke mal so, die Liebe ist niemals rational. Ja, also Liebe hat nichts mit Rationalität zu tun. Man legt das Ego auf die Seite, man kann nichts kontrollieren, man kann nichts abstimmen. Man kann nicht sagen, wenn man etwas machen will in dieser intimen Sphäre. Man kann, also das ist wie wenn wir etwas planen würden. Ja, die ganze Zeit unser Liebesleben planen würden, ja. Kann gut sein, dass dein Gegenüberliegender vielleicht Themen auch hat, ja, die ihm irgendwie binden, die ihm irgendwie nicht weiterkommen lassen, ja. Kommt ja immer drauf an, wenn du jetzt hier eine Frau bist und du sagst, Katja, ich habe mit jemandem zu tun, der sehr rational ist, ja. Ich lasse mich eher leiten, ja. Also normalerweise sind Schütze-Menschen nicht solche Personen, die sehr kontrollieren. Nicht ganz. Kann schon sein, dass sie halt sehr Aufmerksamkeit schenken auf jeden Detail, dass das passt. Also du hast wirklich neben dir eine Person, die zuhört. Die Schützenmenschen, das ist wie wenn sie dieser Person, dem sie lieben, wirklich sich selbst geben. Ja, diese hundertprozentige Aufmerksamkeit, hören zu. Ich rede jetzt von dem Schütze-Energie, ja. Bitte beachte du, wo du deine anderen Energien hast. Weil wenn du jetzt sagst, Katja, ich bin eigentlich gar nicht so. Ich bin nicht jemand, der jetzt total auf meinen Gegenüber achtet oder ihm diese Aufmerksamkeit schenkt, dann bist du vielleicht was anderes vom Sternzeichen, ja. Da kommt immer die Tendenzen, da kommen immer diese Tendenzen raus, ja. Wie ich dann auch aufgewachsen bin, ja, meine Eltern im Elternhaus, also das spielt auch eine große Rolle. Aber wir haben hier im Ganzen jemand, der viel kontrolliert. Und wenn man lieben möchte und wenn man etwas erfahren möchte, vielleicht ist es auch so, du hast zu viele Situationen, die du nicht loslässt und deswegen kannst du auch nicht Liebe erfahren. Du kannst ja auch Single sein, ja. Viele hören sich das trotzdem an, sagen, okay, ich höre mir jetzt die weibliche Seite an, weil ich eine Frau bin, ich höre es mir gerne an. Obwohl, bitte hört euch auch die männliche Seite an, weil das ist die passive Seite und das ist die aktive Seite, ja. Und es kann gut sein, dass man hier irgendwie blockiert ist, ja. Die Engel, du siehst ja hier, guck mal, die Karte, das ist wie wenn du jetzt hier Hilfe bekommst auch, ja, das kann auch gut sein, du bist vergeben, der andere ist vergeben, man macht sich zu viele Gedanken, oh mein Gott, wie kann jetzt die Situation evolvieren, wie können wir zusammen sein, welche Hindernisse werden auf uns zukommen, take it easy. Es wird bestimmt so kommen, wie es sein sollte. Ja? Man sollte sich gar nicht zu viele Gedanken machen, weil ich denke auch, oft ist das das Schicksal. Und wenn das nicht Schicksal ist, dass du jetzt denkst, Katja, Schicksal bedeutet, die Situation
kommt nicht eins, zweimal, dreimal. Das ist kein Schicksal, das ist dein Unterbewusstsein. Wenn du immer wieder dieselben Personen, dieselben Situationen, also selbe Personen, ich sage nicht, dass du immer zum Beispiel Katja anziehst, ja, ich nehme mich immer als Beispiel, sondern du ziehst eine Katja, eine andere dann an oder einen anderen und das aber immer in derselben Form. Die haben immer diese Charakterzüge. Zum Beispiel egoistisch, denken nur an sich, kann auch gut sein, sie belügen dich, sie sind nicht unehrlich und dann denkst du dir, okay, woran liegt das? Das liegt in meinem Unterbewusstsein. Ich kann ja doch nicht jedes Mal immer dasselbe anziehen. Ich kann doch nicht jedes Mal immer dieselbe Situation anziehen. Ja, irgendetwas stimmt nicht. Dann gehen wir in die Tiefe. Wenn das aber eine schicksalhafte Begegnung ist, die hast du noch nie gehabt. Das passiert in diesem Moment. Das ist einzigartig. Das ist etwas, was du noch nie erlebt hast in deinem Leben. Ja, liebe Schützlein, sehr, sehr wichtig. Okay, machen wir weiter. Also ganz kurz, lieber Schütze, ich muss hier ein bisschen hell machen. Oh, die Kamera ist total dunkel und ich sehe das nicht, ob es aufnimmt. Okay, so, jetzt hat es gewackelt, sorry. Aber mit der Einstellung, da muss ich auch noch klarkommen. Weil früh morgens mag ich das Licht nicht, das ist zu extrem für die Augen. Und dann, wenn ich ein Video drehe, muss ich das Licht stärker verstärken, ja, sonst sehe ich nicht den Punkt, der aufnimmt. Okay, für dich, liebe Schütze. Wow, wir haben hier ein Eis, lecker Eis. Lecker. Sommerzeit, erinnert mich an die Sommerzeit. Ich bin sowieso ein Sommertyp, ja, ich bin gar kein Wintertyp. Sommer, Frühling auf jeden Fall. So, was haben wir hier für eine wunderschöne Energie? Was können wir hier sagen? Man fühlt sich hier sehr befriedigt in bestimmte Situationen. Und es geht hier aber auch um eine manipulative Energie. Die anderen können dich manipulieren. Die Situation kann manipulierbar sein. Du sagst, okay, Katja, ich bin mit dieser Person zusammen, aber ich merke, dass es irgendwie Manipulationen gibt innerhalb dieser Beziehung. Also nicht, dass ich und er das sind, ja, sondern das ist jemand anderen, der das irgendwie bewegt von außen, ja. Also jemand versucht hier sich einzumischen in der Situation, ja. Ich sehe hier, dass du wirklich auch versuchst, deine Träume zu verwirklichen, deine Wünsche. Es ist wichtig, dass du dich jetzt im Vordergrund setzt, lieber Schütze, dass du vielleicht auch sagst, stopp, gib mir diese Liebe, überhaupt das, was ich will. Bin ich überhaupt glücklich in dieser Liebessituation? Bekomme ich das, was ich will? Das ist eine Valutation. Weil wenn du jetzt sagst, Katja, ich lebe mit jemandem, der sehr egoistisch ist, der nur an sich denkt, ja, dann ist es nicht deine Situation. Weil du bist jemand, ich sage es so oft, ich das kann, Schützelein sind Menschen, die tendieren, sehr viel zu geben, auch Freunde Schütze. Also ich finde das toll. Ich habe auch Freunde Schütze. Und ich weiß, wie gutmütig, was für eine Liebe sie haben, ja, wie sie sich kümmern um andere. Manchmal können sie auch extrem störend sein für ein paar Menschen. Also das ist so, wie wenn die Personen das nicht mögen, wenn die Schützelein fragen, ja. Das ist aber von dem Schütze nicht böse gemeint. Die Schütze sind so. Man muss halt jeden Sternzeichen verstehen, ja. Das steckt immer eine Welt dahinter. Wie ich schon oft gesagt habe, die Zwillinge sind da komisch. Da haben jetzt zum Beispiel die Schütze auch so eine Seite von sich, indem sie vielleicht oft, sagen wir mal so, in die Wunde reintreten. Sie wollen wissen, was gerade geschieht. Sie lassen dich nicht in Ruhe, bis du nicht sagst, was ist. Vor allem in der Liebe. Sie wollen dich verstehen. Das ist kein schwacher Punkt. Das ist etwas Schönes, weil vielleicht kann man das von der anderen Seite nicht so nehmen. Störend. Nervend. Ja, manchmal können sie auch nervend wirken, diese Energie. Aber für sich, für den Schütze selber, ist es wichtig. Und deswegen sage ich ja, du bist so ein guter Mensch, dass du dich um anderen kümmerst, dass du dich vergisst in den Ganzen. Du kümmerst dich um den anderen. Wie geht es meinen liebenden Personen, die ich liebe? Auch um Freunde, ja? Bitte. Nicht nur, ich rede hier auch freundschaftlich. Also Schütze sind wirklich wahrhaftige Freunde. Ich sage immer, wenn man einen Schütze trifft, ja, dann trifft man auch etwas
wie ein Gold, un tesoro, un amico, tesoro, ja. Das ist wirklich ein Schatz, genau, ein Schatz findest du, ja, mit diesem Freund. Das sind gute, aber auch Löwe, die sehen sich da wirklich sehr ähnlich, ja. Also ich denke, sie geben wirklich alles dem Freund, ja, der Freundschaft selber, aber wollen halt nicht belogen werden, ja. Da ist der Schütze auch eigen, das ist klar. Der Schütze, da muss man halt die richtige Sichtweise und das richtige Benehmen auch haben, ja, um mit dieser Person auszukommen. Aber ich denke, im Ganzen sind die Schütze wirklich gute Personen, die sehr viel geben unter diesem Sternzeichen und oft das wiederum ausgenutzt wird. Und deswegen sage ich ja, du valutierst, ist das wirklich mein Wunsch? Gib mir diese Person das, was ich will? Oder gib mir diese Person nur das, was er oder sie denkt, das richtig ist, aber für mich ist es nicht richtig. Das heißt nicht jetzt, wenn ich jetzt dir viel gebe, ja, dass ich es von dir verlange. Nein, das ist keine richtige Liebe. Ich mache das, ohne nichts zu verlangen. Und der Schütze ist auch so, ja. Er macht das, er tut das, aber im Hintergrund darf man in diese höhere Frequenz, ja, in der niedrigste Frequenz, das ist was ganz anderes, ja. Der Schütze hat auch seinen Kontra, hat auch seine schwache Seite, okay? Aber in dieser höheren, sage ich mal, Vibration vibriert der Schütze in dieses Geben und Nehmen, ja. Das ist eine gesunde Art und Weise. Aber wenn der andere das nicht tut, merkt das dann irgendwann mal der Schütze auch. Der merkt es erst später. Leute, das, was toll ist, ja, ich kenne viele Schütze, die wirklich dann. Also ich muss sagen, da sind sie auch wie der Löwe, die Blitzmerker, die erstmal wirklich, die merken das später. Ja, alle wissen das im Raum, irgendetwas, was vielleicht über ihm ist, über sie, und er selber weiß es nicht, weil er so gutmütig ist, so einen guten Herzen hat, dass gar nicht vielleicht La Malicia, sagt man, wo es nicht schlecht denkt, sich irgendwelche Hintergedanken macht, ja, im Bösen. Ist wirklich eine gute Person und dann erwischt es ihm oder sie. Ja, das kommt immer drauf an, bist du Frau oder Mann. Das spielt aber nicht eine Rolle, ob du jetzt Frau oder Mann bist, weil das geschieht bei beiden Energien, indem du etwas tust und dann der andere das ausnutzt oder dir wenig gibt. Für ihn ist es gut, für sie. Aber für dich ist das das, was dein Herz begehrt? Das ist die Frage. Und ich könnte mir hier auch vorstellen, dass zu viele Themen gerade aktuell sind, ja, bei euch als Beziehung oder du triffst dich mit jemandem, der nicht locker ist, ja. Kann gut sein, dass du jetzt auch ein bisschen eingeschränkt bist, dass du vielleicht auch ein bisschen seriöser bist. Also es kommt immer drauf an, zum Beispiel, lieber Schütze, die Tendenz mit den Erdelementen. Wenn du ein Erdelement bist, dann La Fiamma, also die Flamme, si spegne, geht aus. Das ist wie Erde, wenn du Erde machst. Oft Feuer, okay? Kann man das, dieses Feuer, oh Gott, unterdrücken? Das ist wie unterdrücken, da kommt nur der Rauch raus, verstehst du? Und diese Flamme ist nicht mehr voller Wärme, entfaltet sich nicht, okay? Und das passiert. Das passiert mit dir. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich bin Jungfrau, Stier, Steinbock, Aszendent, das spielt eine große Rolle. Da automatisch bist du nicht mehr in dieser Energie zu 100%, sondern du verbietest dir auch selber automatisch sehr viel. Also diese Kontrolle kann dann auch von diesen anderen Sternzeichen kommen, ja? Vorsichtig. Also falls du das nicht bist, ist es die andere Person, die gerade diese Themen hat, ja? Okay. Dass ich das auch immer richtig schön erkläre. Ich möchte einfach die Karten nicht so schmeißen. Mir ist es wichtig, dass wir miteinander reden. So. Für dich, für die weibliche Energie. Für dich sage ich, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Weil du kannst jetzt hier auch in der weiblichen Energie resonieren, falls du ein Mann bist. Oh, hier haben sich viele umgedreht. Ich nehme die erste. Da haben sich jetzt viele umgedreht. Interessiert mich jetzt nicht, weil sonst sitze ich bis morgen da. Das ist klar, die habe ich jetzt auch gesehen. Das ist wie wenn diese Person wirklich allgemein, also. Es könnte deine Energie sein, aber auch die Person, die gegenüber dir ist, die sehr gelitten hat, kein leichtes Liebesleben gehabt hat. Also man kann jetzt hier nicht vor Freude springen. Man kann hier nicht sagen, ich habe das Beste aus meinem Leben, aus meinem Liebesleben erlebt, sondern ich habe sehr viele Enttäuschungen durchgemacht. Ja, guck mal. Und jetzt hier, das ist wie wenn du eine Seite von dir verloren hast durch diese ganze Erfahrung. Du sagst, Katja.
Die Liebe war nicht immer gut zu mir. Ich habe oft mit der Liebe sehr viel durchgemacht, sehr viele Enttäuschungen, mehr Enttäuschungen wie Freudensgefühle. Das hat mich wachsen lassen, spirituell, aber auch im allgemeinen im Leben. Aber jetzt merke ich, dass ich mich auch ein bisschen verloren fühle. Also die passive Seite, die weibliche Seite fühlt sich momentan irgendwie in so ein, das kann man so ein Labyrinth nennen. Ein Labyrinth, in dem er oder sie nicht richtig rauskommt. Ja, für das, was man ist. Das ist wie wenn du nicht immer diese Anerkennung bekommst von dem anderen. Wie wenn du machst, tust, gibst, aber der andere versteht nicht, wem er neben sich hat. Dann denke ich mir nur eine Variante. Lieber Schütze, diese Person hat dich nicht verdient. Ich sage es dir wirklich mit dem Herzen in der Hand, weil ich denke, lieber Schützelein, du könntest hier jemand Besonderes sein, ja? Und nicht jeder versteht dich für das, was du bist. Und man muss dich nicht immer verstehen. Man muss nicht immer alle verstehen. Bei mir geht es genauso, ja? Ich habe oft dieses Gefühl, dass nicht alle mich verstehen. Aber weißt du, was das Wichtigste ist? Verstehst du dich? Verstehst du dich? Dann ist alles gut. Verstehen dich diese Menschen, die dich tatsächlich über alles lieben? Die Menschen, die für dich dein Zuhause sind. Das ist mein Mann, das sind meine Kinder. Und wenn diese Menschen mich auch verstehen und wissen, wie ich bin und akzeptieren mich auch mit meinen Fehlern, ja, weil ich bin auch voller Fehlern. Ich bin kein Mensch, also das darf man niemals sagen, weil das ist das Ego pur. Auch wenn jemand spirituell ist, auch ein Meister, kann nicht sagen, ich bin fehlerfrei. Wir machen alle Fehler. Wir haben Fehler. Wir benehmen uns manchmal daneben. Das ist klar. Ich kann auch ab und zu mal Fehler machen. Deswegen bin ich auch ein Mensch. Deswegen bin ich auch hier. Ich mache oft Fehler. Oft, oft. Manchmal agiere ich auch so, wie sagt man das, direkt. Direkt. Und das ist halt nicht immer für jeden gut. Ich denke, es gibt vielleicht auch einen anderen Weg, wie man das sagen kann, aber ich bin halt so, ja. Und das ist ja das, was meine Familie, also die engsten Personen verstehen, sogar meine Kinder, obwohl sie jetzt sehr jung sind, wissen, Mama sagt halt die Dinge so, wie sie sind. No, no, peli sulla lingua. Ich habe keine, bei uns sagt man keine Haare auf die Zunge. Ich sage so, wie das ist, ja. Und das ist wichtig. Und lieber Schützelein, was ich dir jetzt als Tipp geben kann, ist dich aufbauend, weil man sollte sich aufbauen. Man kann nicht jemanden erniedrigen, ja? Das ist klar. Man sollte das immer im Positiven nehmen. Du bist etwas Besonderes für dich. Und wenn diese Person dich nicht versteht, dich nicht wahrnimmt, dann hat er dich nicht verdient. Oder sie hat dich nicht verdient, okay? Denk es einfach so. Du hast dich irgendwo mit der Zeit verloren. Okay? Das ist noch eine Zeit, in dem du noch auch aufblühen wirst. Also, lieber Schütze, das ist nicht einfach. Noch 2023, halte noch durch. Die Zeit wird kommen, ja? Das kommt immer drauf an. Bitte achtet auch auf euer Aszendent, weil viele Leute haben einen anderen Aszendent und das macht viel aus, ja? Informiert euch auch, was ihr seid, okay? So, schauen wir mal mit den Situationenkarten. Heute Morgen bin ich komischerweise sehr müde. Leute, ich bin irgendwie komisch drauf, müde. Ich habe die Nacht nicht richtig schlafen können. Ich habe sehr viel geträumt, komische Dinge, die ich manchmal gar nicht erklären kann. Ich habe die ganze Zeit nur geträumt. Leute, von Anfang an, wo ich schlafen gegangen bin, ich habe mindestens insgesamt 10 oder 12 Träume gemacht. Im Ganzen. Also die waren immer nach der Folge, Reihenfolge, aber ich habe da nichts verstanden, ganz ehrlich. Ich habe komischer Traum. Ich habe jetzt keine Filme angeschaut, die komisch sind, überhaupt nicht. Zurzeit habe ich gar nicht mal die Zeit, mir Serien anzuschauen, weil oft schaue ich mir etwas auf Netflix an, aber ich hatte nicht mal die Zeit. Den Lernen, Bücher lesen, die Kinder, Zeit zu verbringen, Weihnachtskekse habe ich gebacken, Kuchen für die Schule. Leute, ich habe gar keine Zeit gehabt, um Serien anzuschauen. Da denke ich mir, wahrscheinlich in meinem Unterbewusstsein spielt dieser Film ab. Da spielt es selber ab. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Lieber Schützelein, für dich im Kollektiven, ja? Und dann waren wir auch noch krank. Ja, das ist auch noch eine Sache. Und jetzt sind die Kinder noch ein bisschen erkältet wieder. Ja, bei dem Wetter ist es ja logisch. So, für dich, welche Situation haben wir hier? Mit dir und deinem Partner.
Oder Partnerin, du kannst ja auch ein Mann sein. Siehst du? Was haben wir hier? Du hast die Sonnenbrille an. Du bist halt eine Person, die wirklich alles vielleicht im Positiven nehmen kann, ja? Ich sage immer, da ist halt die Tendenz wichtig, ja? Schütze-Menschen könnten jetzt sagen, ich ziehe jetzt diese Brille an, ich schaue jetzt die Welt, wie ich sie sehen will. Ich habe vielleicht auch meine eigene Welt mir kreiert. Das ist jetzt aber wichtig, dass du die Wahrheit erkennst, dass du siehst, wie wirklich die Wahrheit ist, wie die Menschen sind, wie die Situation ist, ja? Und du siehst sie jetzt auch. Du hast sie jetzt gecheckt, du hast es gesehen, ja? Und nicht immer alles passt dir. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Macht er dich glücklich mit diesem Eis? Oder willst du einen anderen Geschmack? Das ist metaphorisch gemeint, ja? Bitte, versteht mich nicht falsch. Ist dieser Eisgeschmack dein Geschmack oder hast du einen anderen Geschmack? Und dieser Mensch hat dich nicht fröhlich gemacht oder hat dich enttäuscht. Verstehst du das? Das ist alles metaphorisch gemeint, ja? Und dazu muss ich auch sagen, entweder du selber beobachtest hier jemanden von Distanzierung oder jemand beobachtet dich. Okay? Das kann gut sein. Du hast hier eine Ex oder einen Ex, der immer noch interessiert ist an dir, nach dem, was er dir alles angetan hat, beobachtet dich oder du beobachtest ihn, okay? Könnte gut sein. Den Sarg. Boah, ich krieg richtig ja Gänsehaut. Ich krieg Gänsehaut pur. Mir ist kalt, mir ist kalt. Guck mal, ich will dich wirklich nicht anlügen. Ich übertreibe es nicht, aber ich krieg Gänsehaut pur, wenn ich sowas sehe. Du hast hier Neustart. Du startest hier etwas Neues bald. Ich würde sagen, für dich extra. Sage ich das, erwähne ich das nochmal. Das sage ich jetzt zum ersten Mal in den Sternzeichen. Aber für dich, lieber Schütze, denke ich, dass der 2024 wirklich sich verbessern könnte. Von allen Sichtweisen, weil du momentan nicht irgendwie eine Fortbewegung siehst. Oder wie wenn du sagst, ja, nein. Vieles tut sich, aber vieles tut sich auch nicht. Okay? Hier hast du una liberazione. Wie auf Italienisch, also ich sage ja immer Englisch, ähnelt sich sehr, eine Befreiung, eine totale Befreiung von einer Situation. Das kann aber auch gut sein, du hast jetzt hier etwas beendet, was nicht gut, ein gutes Ende gehabt hat, aber trotzdem machst du weiter. Du startest hier weiter, du kannst weitermachen, auch wenn das kein schönes Ende genommen hat. Eine Tragödie, eine, sagen wir mal so, du könntest auch sagen, Katja, ich habe einen Teil von mir verloren. Partner, Partnerin. Ja, kann auch gut sein. Und seit du diese Person verloren hast, ist bei dir die Welt zusammengebrochen. Okay? Natürlicherweise können wir diese Karte auch im materiellen Sinn erwähnen, dass hier jemand diese Dimension verlassen hat. Dass du jetzt sagst, Katja, es ist schon jahrelang, dass das passiert ist. Aber ich komme nicht weg von diesen Schmerzen. Ich brauche lange. Ja, du wirst rauskommen, du wirst dich befreien können, aber es dauert, es dauert, es wird nicht sofort geschehen. Also dieses Gefühl habe ich sehr stark bei dir, ja? Okay, ich trinke jetzt ganz kurz meinen Kaffee, bevor ich jetzt hier starte. Okay, machen wir weiter mit den Love-Orakel-Karten, also die kannst du eigentlich überall einsetzen, nicht nur in der Liebe. Ich finde, die passen in ganz vielen Themen. Schau, nicht nur in der Liebe. Freundschaft. Wir haben die ganze Zeit über Freundschaft geredet. Vielleicht hast du jemand kennengelernt und das ist recht Freundschaftsbasis. Also deswegen hier diese Kontrollthemen. Was könnte werden? Was könnte jetzt diese Person von mir denken? Wie sieht er mich? Wie komme ich an ihn an? Ist es die Karte, die irgendwie... entweder ist da irgendwie... Die ist zerkratzt. Die ist zerkratzt. Ich habe jetzt gedacht, was sind denn? Also, die sieht man in der Kamera nicht. Da sind so komische Flecken. Die sind zerkratzt. Ja. Okay. Also, ich achte immer auf die Details. Ja. Das ist, weil ich muss selber immer lachen. Ja. Aber ich habe Jungfrau im Venus. Das wusste ich eine Zeit lang nicht. Ich muss selber lachen. Deswegen ja, bei mir ist auch die Kontrolle bei gewissen Themen, ja, weil ich auch Jungfrau habe. Das ist nicht einfach, diese rationale Seite, ja. So, wir haben hier mit einer Freundschaft zu tun. Kann auch gut sein, du verbringst ganz viel Zeit mit deinen Freunden. Das ist das einzigste Weg, damit du deinen Frieden findest, damit du
quasi auch dich ablenken tust. Freundschaft spielt eine große Rolle. Guck mal, hier ist ein Zusammenhalt. Hier ist wirklich ein Zusammenhalt, okay? Das kann auch gut sein, wirklich, du hast jemanden gefunden, das ist die Opposition von deinem Geschlecht. Eine gute Freundin, ein guter Freund, und du sagst, mit dieser Person ist es wirklich eine spezielle Verbindung. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mehr werden können, aber momentan nicht. Ja? Also hier könnte auch eine schöne Freundschaft sein. Leute, das allererste und das allerwichtigste für mich, also das ist für mich das allerwichtigste, ist, dass diese Person, die du liebst, auch dein bester Freund ist. Zuerst kreiert sich eine Freundschaft. Also bei mir war das auch so. Ja, mit meinem Mann. Nicht mit meinem Ex, mit dieser karmischen Beziehung, da ging alles schnell. Da ist alles schnell gegangen. Also das kann ich gar nicht vergleichen. Bei meinem Mann hat sich das aufgebaut. Natürlich waren die Gefühle schon da. Die waren da. Das ist klar, die Anziehungskraft, dass man jemanden schön findet. Er hat mich attraktiv gefunden. Das haben wir uns gleich gesagt. Aber Step by Step. Das hat nicht so, weißt du, diese Biegung genommen. Wir müssen zusammenkommen. Wir haben uns getroffen. Wir haben uns kennengelernt. Ich fand das wichtig. Wir haben geredet als Freunde. Wir sind nicht sofort in dieser Liebessituation reingestiegen, ja? Und dann später haben wir erkannt und sind dann nach Situation, nach, sagen wir mal, nach Zeit haben wir uns für gewisse Dinge entschieden, ja? Aber ich denke, Freundschaft spielt eine große Rolle. Sehr, sehr wichtig, ja? Das darf nicht fehlen. Neue Liebe. Neue Liebe! Also ich freue mich für dich, liebe Schütze, weil ich weiß, was für einen guten Herzen ihr habt. Wirklich, ich habe Kandidaten, also die haben so einen guten Herzen. Wirklich, Leute, wenn man sieht in die Seele rein von diese Leute, was für Top-Menschen man in diese Person. Also ich habe wirklich ein paar von euch, die mich immer wieder kontaktieren, mit der ich Kontakt habe, mit dem ich private Legungen hatte. Und mit diesen Menschen immer noch heute habe ich diesen Verhältnis, weil das wunderschön ist. Mit den Schützelein ist es wirklich etwas Krasses, ja, weil die einfach, das kommt von Herzen. Entweder sie tun das von Herzen oder sie tun das gar nicht, ja. Und so ist der Löwe auch, ja. Nicht nur der Löwe, ich bin ja auch Krebs. Ich muss sagen, das ist mir wichtig, ja. Das ist mir wichtig, dass ich auch diesen Menschen diese Aufmerksamkeit schenke, die sie auch verdienen, ja. Und vor allem der Krebsmensch, wenn man das so sagen darf, ist jemand, der die geliebten Menschen natürlicherweise auch im Vordergrund setzt, ja. Und ich finde es wichtig, dass man diese Personen auch die Aufmerksamkeit schenkt, ja, weil sie das verdienen. Und wie gesagt, hier könnte eine neue Liebe sein, eine neue Situation mit jemandem, in dem du sagst, Katja, das hätte ich mir niemals gedacht oder das könnte noch kommen, ja? Das ist klar, ich kann jetzt nicht die Situation anders umsetzen und kann nicht jetzt sagen, lieber Schützelein, du hast hier keine neue Situation. Doch, hier könnte eine neue Liebe entstehen. Und guck mal, was wir hier haben. Liebesdreieck. Ich kann mich nicht entscheiden. Kann auch gut sein, du hast jetzt eine Freundschaft mit jemandem, du bist erstmal befreundet, aber du kannst dich nicht entscheiden zwischen mehreren Personen. Du bist hier die Frau, wie wir sehen. Also wir haben jetzt hier, guck mal, ich denke, Aussehen spielt eine große Rolle. Leute, die Karten sind so gemacht, dass man auch Verständnis hat. Ja, du siehst jetzt hier ist jemand dunkelhaarig. Typisch südländisch. Ja, und dann haben wir hier typisch hell. Deutsch, ja, könnten wir auch sagen. Also viele andere Nationalitäten sind auch sehr hell, obwohl wir jetzt auch als Italiener im Norden sehr viele helle Menschen haben. Also blauäugig mit blonde Haare, dass ich tatsächlich denke, sind das überhaupt Italiener? Ja, wir kommen aus Sizilien, da ist es im Süden. Wir sind alle dunkel, sehr dunkel, gibt aber auch Ausnahmen, ja. Hier könnte es auch ein Faktor sein, indem du sagst, die Äußerlichkeit. Wieso nicht, Leute? Wieso sagen wir immer den Charakter? Du siehst nicht den Charakter sofort. Leute, lügen wir uns nicht an. Also ich bin der Meinung, wir sollten ehrlich sein. Wenn die Anziehungskraft von jemandem da ist, dann ist es leichter. Ja, ich nehme nicht jemanden, weil ich ihn nehme, weil er vom Charakter gut ist oder auch andere Faktoren, weil viele Leute berücksichtigen auch, was für einen Wohlstand sie haben. Ja, das Geld. Das ist bei mir ein No-Go. Ich fixiere mich tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, für mich ist das Aussehen am Anfang wichtig.
L'attrazione, die Anziehungskraft. Habe ich die Anziehungskraft nicht da, dann ist es für mich kein, wie sagt man das, kein Anfang. Und ich denke, du, lieber Schütze, du wirst auch vom Feuer geleitet, so wie Widder. Das sind Menschen, die sehr, sehr daran schauen, wie die andere Person sich wirkt. Also das Auge spielt. L'occhio vuole la sua parte, sagt man bei uns. Das Auge will seine Part. Okay? Und du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt diese Person anstatt die, weil er einen besseren Charakter hat. Woher siehst du das? Sag mir mal in 5 Minuten, in 10 Minuten, in halbe Stunde, in einer Stunde, wo du dich mit dieser Person triffst, wo siehst du den Charakter? Der Charakter kommt Tag zu Tag raus. Deswegen sage ich ja, die Freundschaft ist wichtig, weil da habe ich auch gesehen, da habe ich auch gemerkt, wie mein Mann war. Natürlicherweise habe ich seine schwache Seite auch kennengelernt und er hat auch meine gesehen. Ja, trotzdem haben wir uns weiter kennengelernt, weil Gefühle entstanden sind, weil die Anziehungskraft da ist, das Aussehen. Ja, er fand mich schön, ich fand ihn schön. Versteht ihr das? Das ist klar, die Chemie, und immer noch heute sind wir einander angezogen. Leute, wenn das fehlt, dann sucht man woanders. Ja, das ist klar, dass ich immer noch meine Part möchte und das ist wichtig. Und wenn du jetzt sagst, der gefällt mir mehr als der, dann ist es wahrscheinlich wegen dem Aussehen auch, ja? Also hier könnte jemand valutieren. Valutieren könnte aber auch ein Liebesdreieck sein, ja? Zwei Frauen, ein Mann. Hier muss sich jemand entscheiden. Hier hat sich schon jemand entschieden. Und das ist hier aus, ja? Kann auch sein hier, Labara. Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Kommt mir nicht hoch. Aber auf jeden Fall das Ende einer Situation, ja? Lieber Schützelein, das kommt immer drauf an, was du gerade erlebst, okay? Aber eine neue Liebe ist da. Kann auch gut sein, das war eine Anfangssituation. Und das ist schon aus. Du kennst ihn wirklich vor. Du hast ihn wirklich sehr kurz kennengelernt. 2 Monate, 1 Monat, paar Wochen. Und auf einmal ist es schon aus. Ende Gelände. Keiner meldet sich mehr. Er meldet sich nicht mehr. Du meldest dich nicht mehr. Oder wenn du jetzt der Mann bist und du sagst, ja, sie meldet sich nicht mehr, Katja. Was soll ich denn machen? Nichts. Weil ich denke, es rentiert sich nicht, jemanden hinterher zu rennen, wenn man merkt, dass diese Person diese Aufmerksamkeit dir nicht schenkt. Ja, also ich bin der Meinung, du merkst gleich als Frau, Leute, ein Mann, du merkst, wenn ein Mann von dir, wie sagt man das, angezogen ist. Du merkst, wenn er Interesse hat. Ja, das merkt man gleich, wenn er dich anruft, wie er auf deine SMS antwortet, wie er ist. Es gibt Menschen, die das nicht zeigen. Leute, da gibt es einen Unterschied. Das gibt einen Unterschied, weil man merkt es schon. Ja, es gibt Männer, die wirklich tatsächlich ein Ego vor sich haben. Sehr viel unterdrücken, ja. Aber du merkst es als Frau schon. Also eine Frau ist halt eher intuitiver wie ein Mann. Wir haben diesen Talent, dieses ungeborene Talent, ja. Also wirklich achtet darauf, wie die Person sich benimmt, ja. Und wenn das hier eine Freundschaft plus ist, dass du jetzt sagst, Katja, wir sind Freunde, wir haben auch ein Verhältnis, aber wir wissen noch nicht, ob wir ein Pärchen werden. Das ist die Frage. Weil einer von uns zwei irgendwie, sagen wir mal so, vieles unterdrückt, ja, noch nicht bereit ist. Sagen wir mal, der andere ist noch nicht bereit oder du bist nicht bereit, okay? Mal schauen. Weil du kannst ja nicht immer La risposta è no, Single bleiben für eine Ewigkeit, würde ich hier sagen. Die Antwort ist nein. Du kannst jetzt die Antwort hier umsetzen, ob du sie brauchst. Du kannst aber auch sagen, Katja, ich fange nichts damit an. Eine Antwort, die du jetzt brauchst, ist nein. Das bedeutet nicht, dass es ein negative Nein ist. Bitte nicht falsch verstehen. Hier steht nicht drunter, es ist negativ. Es steht hier nein. La risposta è no. Die Antwort ist nein. Wer weiß? Lieber Schützelein, wird er sich melden? Nein. Wird er zurückkehren? Nein. Soll ich jetzt mit ihm Schluss machen? Nein. Soll ich warten? Nein. Kann ja auch gut sein. Lass hier diese Themen, Kontrollthemen, los. Okay? Sowas in der Art. Wow. Okay. Okay. Aufpassen, wir haben hier die Zwillingsflamme. Vielleicht denkst du, oder hast du gedacht, dass es deine Zwillingsflamme ist? Und die Antwort ist nein. Leute, ich kann das euch nicht sagen. Das ist sch sehr schwer, weil das hier eine kollektive Legung ist. Bevor man sich hier freut, bevor ich jetzt hier jemanden etwas vormache, ja, das ist klar.
Das ist nämlich wirklich etwas Schönes. Eine Zwillingsflamme. Leute, wenn man die Zwillingsflamme begegnet, bleibt man zusammen, man geht nicht auseinander. Und diese neue Liebe, du könntest auch hier sagen, Katja, ich habe keine neue Liebe, ich habe nichts im Visier. Das kann passieren. Leute, das kann noch kommen. Die Karten sind hier und jetzt. Kann aber auch gut sein, du sagst, du warst mit jemandem zusammen. Du hast das Gefühl gehabt, ihr wart Zwillings. Deine Zwillingsflamme, ja, habe ich richtig gesagt, Zwillingsflamme, keine Seelengefährte. Weil bei uns heißt es Anima Gemella, Fiamma Gemella. Und das ist aber hier eine Zwillingsflamme, ja, keine Seelengefährte. Leute, Seelengefährte hat man mehrere, ja, Zwillingsflamme hat man eins. Das ist die Kontrapart. Wenn du eine weibliche Energie hast, aktiviert, dann hat er oder sie eine männliche aktiviert. Das muss nicht sein, gell? Dass du jetzt sagst, ich bin die Frau und ich habe eine weibliche Energie aktiviert. Nein, es kann gut sein, du bist eine Frau und du hast eine männliche Seite aktiviert. Und er drüben auf der anderen Seite hat eine weibliche. Und ihr seid eins. Versteht ihr das? Die Seelen haben sich geteilt. Das ist die Zwillingsflamme. Deswegen suchen wir die ganze Zeit. Jeder begegnet der Zwillingsflamme irgendwann mal. Irgendwann mal, okay? Nicht jetzt, vielleicht auch später, aber wenn du fertig bist. Meistens sind es die Personen, die fertig sind, weil du sehnst dich nach deiner Zwillingsflamme. Du willst deine andere Part, du suchst nach deiner andere Part, weil ich ja schon mal gesagt habe, in der alten Mythologie waren wir eins. Das war Mann und Frau zusammen, ja? Und dann waren wir zu stark für die Götter. Das ist immer so eine Geschichte, ja? Also, ich sag mal so, wir sind halt schon gefährlich, ja? Wir sind stark. Und deswegen gibt es die höhere Macht da oben, die dunkle Seite, die immer versucht, uns in einer niedrigen Vibration zu halten. Weil wir sehr, sehr stark sind. Sehr stark. Unsere Seelen sind sehr stark. Ja? Okay. So, was haben wir hier? Die Chingondrema More Mia Pundamento. Hey, ihr habt hier eine Begegnung. Also, ihr habt etwas ausgemacht. Kann das sein? Also, für ein paar von euch, ich sage jetzt nicht für alle, könnte es sein, dass hier ein Treffen stattfinden wird. Hier wird ein Treffen sein. Ja? Du wirst diese Person sehen. Ihr werdet hier euch sehen. Ja? Okay. Sehr schön, eine sehr schöne Energie, muss ich sagen. Okay, hier oben hapert es irgendwo, das ist klar. Jeder kommt mal von einer schlechten Situation. Jeder kann mal irgendwie eine Situation haben, in dem man sagt, nee, das passt nicht. Ich habe jemanden verloren. Hey, aber du hast auch die Chance, dich zu verlieben, ja? Auch wenn du jetzt sagst, ich war verheiratet 10, 20, 30 Jahre mit derselben Person, ich bin 60, 70. Leute, Liebe kennt kein Alter. Leute, ich kenne wirklich Menschen, die mit 80, 90 die Liebe gefunden haben. Aber das ist eine andere Art von Liebe, klar. Das kann man jetzt nicht vergleichen. Aber das ist eine schöne Liebe, okay? Wenn zwei Menschen zusammenkommen wollen, wenn zwei Menschen zusammenleben wollen, ja? Jeder geht für sich. Das ist klar. Liebe Schützelein, das ist doch immer das Thema. Wir kommen alleine, wir gehen alleine. Aber ein Partner hier tut doch jedem gut, ja? Jeder braucht mal jemand anderen. Jedes Topf braucht sein Deckelchen. Ich drehe die Karten um. Ja, siehst du, ich habe sie falsch rumgehoben. Gehoben. Gehoben. Ja? Das mit dem Deutsch, das ist immer so eine Sache. Das ist wie wenn jemand hier nicht richtig feiern kann. Jemand kehrt vielleicht in seine Schritte wieder zurück. Kann gut sein, dass es vielleicht auch eine alte Person ist von deiner Vergangenheit, die hier zurückkehren könnte. Könnte aber auch gut sein, dass du jetzt hier mit jemandem Schluss gemacht hast, weil diese Person einfach nicht mit dir vibriert. Das war schön, alles toll. Es waren auch schöne Erinnerungen, aber es passt nicht. Und es kann auch gut sein, dass mit einer von dieser Person es einfach nicht passt. Von der Chemie her, von der Anziehungskraft, diese Person gefällt mir einfach nicht. Vom Aussehen auch, ja, weil fünf der Münze kann auch ein Aussehen bedeuten. Ja, das kann auch gut sein, Gesundheit, Aussehen. Das hat viel mit dem materiellen Aspekt zu tun, ja. Ich denke, hier ist eine Person, die immer noch sehr in seinen alten Gedanken lebt, ja, Emotionen. Aber auch sich heilen sollte. Das ist wie wenn diese Person irgendwo stehen geblieben ist, ja, und das innere Kind ihn blockiert.
oder sie blockiert. Ja, diese Erinnerungen lassen mich nicht richtig austoben. Ich sollte mich austoben. Ich sollte Spaß haben. Ja, aber das funktioniert nicht immer. Was die andere Variante hier auch sagt, das ist klar, wir sind viele Menschen. Du könntest oder du hast diese Person auf einer Feier kennengelernt. Du hast Party gemacht, du hast dir nichts dabei gedacht und du hast diese Person kennengelernt. Aber ich denke, hier ist irgendwo das schiefgelaufen zwischen euch zwei. Irgendwo hat es gehapert. Kann gut sein, dass er auch wahrscheinlich gebunden war, deswegen diesen Liebesdreieck. Kann aber auch gut sein, dass er einfach noch nicht wegkommt von seiner Ex oder von seinem Ex. Mann, also Ex-Freund, ja. Wenn du jetzt hier ein Mann bist, das ist klar, Männer schauen auch zu, hören auch zu und du könntest auch deine Schwierigkeiten haben, ja. Vor allem Männer, die Schütze sind, die haben einen schönen Charakter. Die haben schon einen schönen Charakter, muss man schon ehrlich zugeben. Ich sage jetzt wirklich, ich rede von der Energie. Leute, ich weiß nicht, wie die Menschen sind da draußen. Ich rede immer, wenn ich so rede, rede ich von der Energie. Ich kenne mich mit den Energien aus. Nicht mit den Personen, da habe ich nicht die Bilder vor mir. Ich kann jetzt ein Schütze bekommen, ein Bild von einem Schützelein, der vielleicht ein Pünktchen Pünktchen ist. Seine Energie sagt schon alles. Das ist klar, ich habe schon sogar Bilder bekommen von Krebsmänner. Und da habe ich mir gedacht, der hat nichts von einem Krebs. Und dann habe ich erfahren, dass er ein Aszendent wo ganz anders hatte. Ja, das ist so, Leute, das ist so. Das hat nichts mit dem Energietyp zu tun. Du bist ja nicht nur diesen Sternzeichen, du bist geprägt worden als kleines Kind. Ja, du hast die Energie von deinen Eltern abbekommen. Du wurdest so aufgewachsen. Tatsächlich hast du auch Aszendent, Mond, Venus. Das spielt auch eine große Rolle. Ja, und du bist Seele. Bitte vergiss nicht, dass du dich hundertprozentig niemals mit deinem Sternzeichen identifizieren darfst, weil du bist nicht nur dieses Sternzeichen. Okay? Gut, genau, jetzt mache ich weiter mit den männlichen Energie. Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee. Lauter Fusseln. Ab und zu mal tun sich hier die Fusseln sammeln. Ja, okay. Kann ich gar nicht gebrauchen. Seht ihr das? Ich bin jetzt auch Löwe gemischt, Löwe. Ich muss auch immer lachen. Das ist schön, weil ich alle Elemente habe. Ja, ich habe Erd, Feuer, Feuer, genau, Wasser und ich bin, mein Mondknoten ist bei Wassermann. Das ist auch wichtig, weil das ist das, für was ich herkomme. Ja, und das ist auch mein Kontrapart. Das ist auch sehr wichtig. Und da merkst du, wie alle Elemente eine Rolle spielen, ja, in jedem Aspekt. Sehr, sehr wichtig. Sommer. Wir haben hier ein Sommerkind. Jemand, der den Sommer liebt, jemand, der hier im Sommer etwas erlebt hat. Vielleicht habt ihr euch im Sommer kennengelernt. Vielleicht wartet diese Person auf den Sommer, auf den nächsten Sommer. Er möchte hier eine Reise betätigen, hat eine wichtige Angelegenheit. Ich denke aber, im Sommer ist etwas passiert. Kruciale, etwas Wichtiges. Indem du sagst, da habe ich meine Wurzeln gesetzt. Du könntest hier aber auch mit jemandem zu tun haben, der im Sommer geboren ist, Löwe. Krebs, Krebsmenschen sind auch, aber auch am Ende des Sommers haben wir auch Jungfrau, ja, wenn es dir etwas sagt. Okay, sehr schöne Energie. Wir haben hier auch jemand, der sehr solar ist. Das ist klar. So also die männliche Energie könnte hier jemand Freudiges sein. Sommer repräsentiert auch die Sonne. Das ist klar. Der Sommer, da strahlt man, da geht man auf, da gibt es auch andere Anhaltspunkte. Okay. Man hat mehr Zeit für sich, man kann reflektieren. Viele Leute nehmen sich diese Auszeit, ja. Aber ich denke, es ist etwas passiert im Sommer zwischen dir und dieser Person und du hast eine Begegnung gehabt im Sommer, die relativ wichtig war für dich, ja. Okay, so schauen wir uns mal jetzt die Situationen an. Die Situationen, die hier geschehen könnten oder auch geschehen sind, tatsächlich, okay, kommt immer drauf an. Leute, ich weiß, also wenn der Tisch wackelt, mein Mann hat gesagt, da kann man nichts machen. Die sind fest, die Schrauben, gestern haben wir kontrolliert, das ist der Tisch an sich. Naja, jetzt mal schauen. Also, ich denke, ihr ruft euch an, ihr redet, ihr kommuniziert. Du hast vielleicht mit ihm
ein Treffen gehabt, aber ihr habt euch die Handynummern getauscht. Kann aber auch gut sein, ihr seht durch tramite Internet. Siehst du, jetzt mische ich Deutsch und Italienisch. Das ist oft so, wenn ich die Wörter vergesse, mache ich auch, wenn ich mit meinem Mann rede. Und dann sage ich, hey, ich weiß nicht den Wort auf unsere Muttersprache, helf mir mal. Und der so, ich check das nicht, ich verstehe nicht, was du sagen willst. Oh Gott, ich muss immer so lachen. Dass du jetzt sagst, ich kann mit dieser Person nur dank Internet eine Kommunikation haben. Klar, wenn du jetzt aus so einem Dorf kommst wie ich, da hast du schlechte Karten. Bei mir war ja 18 Stunden kein Internet. Ich war aufgeschmissen. Leute, ich habe nie gedacht, dass Internet das Leben so ändern kann. Ich arbeite mit Internet. Ich mache den Lehrgang auch, ja, mit Internet, weil ich da nicht immer hinfahren kann, weil es auch weit weg ist. Es ist 2 Stunden von uns, ja, dieser Seminar. Und da geht man halt an bestimmte Tage und morgen ist eins davon. Deswegen wahrscheinlich kann ich jetzt nicht das Video drehen, weil ich erstmal 2 Stunden Fahrt habe. Das ist auch nicht einfach. Aber ich denke, wenn du wirklich am Internet gebunden bist und du Internet brauchst, weil du arbeitest von zu Hause, du machst Homeworking, Homearbeit, ja, du sagst, ich brauche das oder ich schreibe mit jemandem, das ist die einzigste Kommunikation. Das ist dann scheiße, ja. Aber so ist die Realität. Früher hat man das auch geschafft. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Also ich finde das immer toll, wenn die Omas so Geschichten erzählen. Uromas von mir auch. Toll. Die haben das irgendwie hinbekommen, ja. Und ich denke, irgendwann mal werden wir auch wieder zurückgehen. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendwann mal dieses ganze Technologie ein Ende haben wird. Ich habe das immer fest in meinem Herzen. Ich weiß nicht, wieso. Ich denke, wir sind zu abhängig von Technologie. Selber ich auch, ich habe das ja auch gemerkt, dass ich das gebraucht habe, um etwas zu zahlen, um etwas zu tun. Nichts, das hat nichts funktioniert. Außer ich konnte nur lesen. Aber das hat ja nichts gebracht, weil ich die Hausaufgaben, man muss es halt im Internet abgeben, ja? Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich habe mich da auch geärgert. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast einen geliebten Mensch. Du liebst diese Person. Die ist auf der anderen Seite von der Welt oder viele Kilometer entfernt. Und ihr habt nur das Internet. Nur durch Reden könnt ihr kommunizieren, ja? Das ist scheiße. Okay? Also ihr kommuniziert hier, ihr schreibt euch auch ab und zu. Man kann auch gut sein, ihr seid nur Freunde momentan. So, hier kommt eine schockierende Nachricht. Eine schockierende Situation, die dich schockiert hat, die männliche Energie. Kann gut sein, dass es hier im Positiven ist, kann aber auch gut sein, du hast es erstmal negativ aufgenommen. Ich weiß es ja nicht, ja? Also hier kommt eine unerwartete Überraschung auf dich zu. Eine unerwartete SMS, eine unerwartete Situation, mit der du nicht gerechnet hast. Eine Transformation auch der Situation. Du kannst auch sagen, boah, ich bin schockiert, dass diese Person sich so geändert hat. Auf einmal schreibt mir mein Ex, der hat sich geändert. Nicht, der hat sich geändert, indem er sagt, bitte Leute, er hat sich geändert in Fakten. Er gibt es so da, er stellt es da, ich sehe es mit meinen eigenen Augen, ich glaube es, das ist wichtig, dass du das glaubst. Wir haben ja auch jemand, der sehr romantisch ist, das kann ich gut mir vorstellen, also die Schützlein sind sehr knuddelige Menschen, die sehr knuddeln, also wirklich, das sind Menschen, die so viel Liebe hergeben können. Also wenn ich jetzt, ich sag ja, ich kann nur Gutes sagen von dem Schützlein. Also ich habe bis jetzt, sage ich mal so, zum Glück, keine Schützlein kennengelernt, die wirklich daneben sind. Nee, ich nicht, ich persönlich nicht, ja. Wie gesagt, ich habe viele Löwen kennengelernt, die daneben sind. Skorpionmenschen in Masse. Skorpionmenschen in Masse. Das schon. Also bei Skorpionmenschen, da bin ich sehr vorsichtig. Ich mag den Skorpion, ich habe selber Skorpionenergie, aber ich muss sagen, Skorpionmenschen sind so und so. Sie machen etwas vor und nicht nur mit einer Person, habe ich das gemerkt. Nicht nur ich, sondern auch die Menschen um mich oder auch Menschen, die ich gar nicht so gut kenne, die reden darüber, wie wenn sie mit jemandem zu tun haben, der sich vorne so verhält und hinten aber anders. Skorpionmenschen, da muss man vorsichtig sein. Also allgemein, allgemein von den Skorpionmenschen, ja. Also ich denke, das sind Personen, die wirklich auch sich ändern können. Du glaubst, du hast jemand vor dir, aber das ist nicht diese Person, ja. Da muss man vorsichtig sein. So, jetzt klingelt auch noch mein Haustelefon, aber auf jeden Fall hast du hier jemand, der gern flirtet und jemand, der hier auch diese Aufmerksamkeit schenkt und Aufmerksamkeit gibt. Okay, sehr aufdringlich. Ich gehe jetzt einen Augenblick. So, lieber Schütze, ich bin wieder zurück.
Wir machen weiter mit den Love-Orakelkarten. Mal schauen, was wir hier rausbekommen, ja, was gerade zwischen euch zwei ist oder was auch sein könnte, ja. Mal schauen, hier sind Hindernisse. Kann ja gut sein, dass diese Liebe hier, die ihr gerade erlebt oder was diese Person gerade durchmachen könnte auch, ja, um auf dich zuzutreffen, okay, dass du jetzt sagst, Katja, ich weiß, dass er oder sie gerade Schwierigkeiten hat. Und diese Schwierigkeiten könnten hier von einem vergangenen Leben sein. Das könnte hier ein Karma sein. Das könnte gut sein, dass diese Person hier eine karmische Situation gerade hat. Nicht mit dir. Also dieses, ich sag mal so, das muss nicht unbedingt sein, dass er jetzt dieses Karma sozusagen abbezahlt mit dir, dass du jetzt der Grund bist. Das könnte gut sein, dass es ein eigenes Karma, ja, in einem früheren Leben hat er agiert und heute bezahlt er den Preis. Das ist ja immer so, man agiert, also Karma bedeutet agieren, machen, tun, ja. Was du tust, gibt es Konsequenzen. Wenn du dich gut entscheidest, gute Dinge machst, ja, dann bekommst du auch das Gute zurück. Wenn du dich aber für etwas Schlechtes entschieden hast oder du hast dich schlecht benommen, ja, dann ist es halt etwas, was du bezahlst. Du bezahlst das sofort. Es gibt Menschen, die sofort quasi mit dem Karma konfrontiert werden. Es gibt aber Menschen, die das mit dem anderen Leben bezahlen. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil das macht jede Seele anders, ja. Nach Evolution, was deine Seele lernen will. Und es kann gut sein, dass diese Person jetzt einfach Hindernisse hat. Diese Hindernisse kommen von seiner Seele, ja. Also quasi von einem früheren Leben. Und die Seele sollte das jetzt bewältigen. Ganz einfach, okay? Guck mal, Kinder spielen hier eine große Rolle. Es kann gut sein, dass Kinder hier quasi dieser Hindernis sein könnten, dass er oder sie hier Schwierigkeiten hat wegen den Kindern, ja, weil hier man vielleicht nicht mehr die Kinder sehen kann oder man wurde hier irgendwie bedroht wegen den Kindern. Das passiert oft, wenn Menschen auseinandergehen. Wenn du jetzt hier dich für eine neue Situation entscheidest, dann nehme ich dir die Kinder weg. Viele Frauen machen das, nutzen das wirklich aus. Also ich bin ganz ehrlich, viele Frauen sind unter diesem Gesichtspunkt, ja, sehr gemein, ja, und können das als Waffe benutzen, als Geheimwaffe. Kann aber auch gut sein, du kämpfst, du überwältigst diese Hindernisse, weil du das für deine Kinder machst. Deine Kinder sind an der ersten Stelle, ja. Dann habe ich hier auch natürlicherweise das innere Kind. Das innere Kind, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, könnte ja auch eine große Rolle spielen. Dass du jetzt sagst, wenn ich an mein inneres Kind komme, weil du könntest hier auch jemand sein, der sehr kindisch ist, sich leiten lässt, ja, Infantile, eine Person, die vielleicht noch nicht ganz reif ist. Also, das ist wie wenn du sagst, ja, Katja, ich weiß, dass ich nicht hundertprozentig reif bin. Ja, weil mein inneres Kind sehr viel Aufmerksamkeit möchte, aber ich diese Aufmerksamkeit mein inneres Kind nicht gegeben habe. Ja, und jetzt zahle ich die Konsequenzen. Entweder du gibst diese Aufmerksamkeit dein inneres Kind, weil dein inneres Kind ist der Schlüssel zu der Seele, zu den Fähigkeiten, zu den Talenten, wie ich auch gestern erwähnt habe. Ich glaube, das war der Skorpion, in dem ich das gesagt habe, mit dem Talenten und Fähigkeiten, sehr wichtig. Weil du sonst quasi nicht daran kommst. Also du solltest etwas tun. Das geht nicht einfach so, ja? Also viele Menschen denken, dass wenn man nichts tut, wenn man so bleibt, wenn man die Situation so lässt, wird das von alleine geregelt. Wenn du nicht etwas tust, wenn du nichts dagegen tust, ja, dann bewegt sich nichts. Das ist klar, keiner macht das für dich, diese Innenarbeit. Und wenn du jetzt Probleme hast und du sagst, Katja, das stimmt tatsächlich, Kinder spielen hier eine große Rolle oder mein inneres Kind, ja. Dieses Kind, die diese Aufmerksamkeit nicht gehabt hat. Du kannst auch sagen, Katja, ich habe das Gefühl, dass irgendetwas in mir fehlt, ja. Und das kannst du nur rausholen, nur bewältigen, wenn du das auch zulässt. Kontrollthemen. Ich denke, es könnten ja auch andere Themen eine große Rolle spielen. Nicht nur die Liebe zu dieser Person oder diese Bekanntschaft mit dieser Person, sondern auch Themen, die dich zuallererst, zuallererst beschäftigen. Weil guckt mal, wenn wir als Mensch nicht mit uns selbst zufrieden sind, unsere Situation, unsere Wunde nicht geheilt haben,
können wir nicht die Person gegenüber kennenlernen. Wir können nicht eine gesunde Art von Beziehung erleben. Wir werden immer Probleme haben, ja? Also, das ist wichtig, dass du das bewältigst, das ist wichtig, dass du verstehst und das ist auch wichtig, dass du zu deiner inneren Seite dich wendest, ja? Und sagst, okay, das ist jetzt wichtig, dass ich das verstehe. So, jetzt habe ich die falschen Karten genommen. Ich brauche jetzt die Cupido. Was sagt uns Cupido zu dieser Situation? Hat sich da was gedreht? Nö. Die Kamera nimmt auf. Ja. Attrazione fisica. Vedo segnali sind also. Diese Karte sagt, das kann gut sein, dass ihr Hindernisse habt, weil ihr jetzt nicht zusammen sein könnt. Aber das heißt nicht, dass ihr euch nicht wollt. Das ist die andere Situation, ja? Weil hier sagt diese Karte, wir haben eine Anziehungskraft von beide Seiten, wie ich ja vorhin gesagt habe. Man gefällt sich hier. Entweder du gefällst dieser Person oder du gefällst ihr nicht. Entweder die Chemie ist da oder sie ist nicht da. Entweder ist die Anziehungskraft da, körperlich, dass man sagt, ich bin sexuell angezogen. Weil, Leute, wie kann man mit einer Person zusammen sein? An einem Tisch, ja? Und über Liebe reden, wenn du mit dieser Person keine Anziehungskraft hast. Wenn du sagst, diese Person turnt mich nicht an. Verstehst du? Du kannst ja nicht sagen, okay, Intimsphäre, Sex hole ich mir woanders, aber Liebe habe ich mit dieser Person. Das ist eine komische Situation. Nee, das geht nicht. Entweder du hast den vollen Paket mit einer Person, du sagst, da stimmt die Liebe. Sexuell können wir überall angezogen sein, das ist klar. Die Sexualität, es kommt immer drauf an, es kann ein Mann sein, der entspricht meinen Erwartungen, es gibt eine Frau, die entspricht meinen Erwartungen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt mit dieser Person etwas haben kann oder dass ich mit dieser Person intime Sphäre haben soll, ja? Also ich denke, du bekommst hier die Signale, du bekommst die Signale von dieser Person auch, dass du ihm gefällst oder ihr gefällst, okay? Das ist jetzt nicht so, dass du das erfunden hast. Du erfindest das nicht, liebe Schützlein. Es ist von beide Seiten da, okay? So, schauen wir mal weiter. Soffro davvero senza di te accanto. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er oder sie gerade nicht in deiner Nähe ist. Und er leidet. Sie leidet. Weil ich weiß nicht, wer da ist unter die männliche Energie. Aber diese Person leidet sehr ohne dich. Ja? Ohne diese Person. Ja, die er mag. Okay? Und guck mal, hier haben wir auch eine Eifersucht. Es ist schon hier eine besitzergreifende Energie. Du kannst jetzt sagen, ich bin Schütze. Das ist klar. Ich bin Schütze, ich bin Feuerelement, ich bin eifersüchtig. Normalerweise sind Schütze eifersüchtig. So wie Löwe, Widder. Aber anders wie ein Skorpion, wie ein Krebs, wie ein Fische. Eine ganz andere Eifersucht. Ich würde mal so sagen. Eine sehr temperamentvolle, eine sehr impulsive Eifersucht, ja, indem man auch Fehler machen kann, indem man auch vom Ego geleitet werden kann. Aber das ist ja un'ossessione. Man ist ja besessen von dieser Person, ja. Ich bin besessen, kann ja auch gut sein. Du sagst als Mann, ich weiß, dass sie eine besessene Energie hatte gegenüber mir. Und es ist nicht leicht, ja, mich von dieser Energie zu befreien. Diese Frau ist tatsächlich immer noch bis heute an mir gebunden und besessen von mir. Vor allem, wenn man auch Kinder zusammen hat, ja. Oder wenn du jetzt sagst, Katja, ich bin der Mann, ja, wie ich ja schon gesagt habe, und ich weiß, dass diese Frau mir eine, sie hat mir etwas bedeutet in der Vergangenheit. Das ist jetzt nicht so, dass ich mit dieser Frau einfach so war. Wir hatten ein schönes Verhältnis, wir haben vielleicht auch Kinder. Aber diese Situation kann man nicht mehr kreieren oder aus dieser Situation kann nichts mehr werden. Aber ich weiß, dass ich irgendwo auch ein Karma abbezahle als Mensch, ja, als Mann oder Frau, kommt aber drauf an. Nicht mit ihr gebunden, bitte, nicht falsch verstehen. Das hat jetzt nicht viel mit der Frau zu tun oder mit dem Mann, sondern mit dir selbst, deine Situation, was du gerade erlebst. Du kannst hier aber eine Frau sein. Und sagen, Katja, ich weiß, dass er schon recht eifersüchtig ist, obwohl wir am Anfang sind. Dass er schon eine temperamentvolle Energie hat. Und das macht mir auch ein bisschen Angst. Manchmal ist es auch so, dass man als Frau Angst bekommen kann von so einer Energie.
Frau in der Hinsicht, ich fühle mich nicht frei. Ja, also das heißt jetzt nicht, weil du jetzt Schütze bist, dass du unbedingt eifersüchtig sein musst. Kann ja auch gut sein, du bist ein bisschen eifersüchtig auf die Grenze. Ich sage immer diese gesunde Art und Weise, so wie ich das auch bin. Ich denke, das zählt, das spielt eine große Rolle in einer Beziehung, aber man darf nicht übertreiben. Man darf nicht übertreiben, Leute. Ja, passt auf, weil dann wird es toxisch. Und wir wollen hier keine toxische Energie. Aber ich denke, du hast Hindernisse, also die männliche Energie hat diese Hindernisse, weil hier eine frühere Inkarnation eine große Rolle spielt. Wie gesagt, das kann man nur mit einer Hypnose herausfinden, ja? Und vor allem, das ist kollektiv. Das heißt nicht zu 100%, dass du jetzt auch ein Karma hast, unbedingt, ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, schauen wir mal, was die Tarotkarten uns erzählen für eine Situation. König der Münzen. Ein Ritter der Stäbe sind schon mal zwei Männer. Jemand, der hier sehr impulsiv ist gegenüber dir. Du könntest ja auch impulsiv sein. Das kann auch gut sein. Hier dreht sich nicht nur alles um die Liebe, sondern es dreht sich auch sehr viel um den Job. Du bist jemand, der sehr viel Aufmerksamkeit schmeißt, widmet dem Job. Das kann aber auch gut sein, du willst nicht mehr die Fehler wiederholen, die du früher gemacht hast. Stell dir jetzt mal vor, du bist der Mann. Du bist hier ein König der Stäbe. Okay? Du wandelst dich in die nächste Energie. Ja? Übernächste. Weil nach dem König der Stäbe kommt König der Kelche. Du überspringst hier, du bist der König der Münzen. Du hast oft einen impulsiven Charakter. Du hast neue Angelegenheiten, aber möchtest nicht überstürzen, weil du nicht willst, dass es wie früher wird. Sagen wir mal, Entschuldigung, lieber Schützelein, sagen wir mal, du sagst hier, du warst mit einer Person zusammen, in dem eine starke Verbindung war und ihr habt euch wehgetan gegenseitig, ja? Und du willst das nicht wiederholen. Du willst nicht denselben Fehler machen. Ja, das kann aber auch gut sein. Hier sind tatsächlich Kinder im Spiel. Hier könnte auch eine Schwangerschaft eine große Rolle spielen, die ungewollt ist. Ja, kann auch gut sein. Etwas, was man sagt, Katja, ich bin jemand, der vielleicht wirklich rennt. Ja, wir haben hier mit einem ungeduldigen Sternzeichen zu tun. Okay, aufpassen. Feuerelemente sind ungeduldig von Natur aus. Manchmal können sie nicht warten. Und sie brauchen alles schnell. Und sie wollen alles schnell. Und manchmal kann das auch ein Fehler sein. Ja? Wenn man diese Geduld nicht hat im Leben. Ja? Ich denke aber auch, es geht hier um eine finanzielle, ich denke berufliche Situation, in dem du jetzt gerade wo ganz anders bist. Das ist wie wenn du gerade dich in einer Situation schmeißen tust. Okay, indem du sagst, das ist meine Angelegenheit, meine Chance. Ich greife sie zu, weil ich weiß, irgendwann mal kann etwas herauskommen, es kann etwas wachsen. Ich gebe jetzt dieser Situation meine Aufmerksamkeit. Okay, das könnte auch der Punkt sein, in dem du jetzt dich als Frau beschweren könntest über diesen Mann, dass du sagst, er ist total in seiner beruflichen Situation fixiert und das ist für ihn wichtiger und nicht meine Situation, unsere Situation, ja? Er schenkt mehr Aufmerksamkeit an diese berufliche Situation, nicht auf uns beide. Könnte auch der Punkt sein, aber wie gesagt, liebe Schütze, das ist ein bisschen kompliziert, weil das kann auch gut sein, diese Person macht einen Schritt gegenüber dir, indem er dich wieder erobern möchte. Ja, das kann gut sein. Und hier haben wir auch zwei Energien. Du kannst auch sagen, guck mal, wenn du das jetzt so vergleichst, ja, mit, ich kann jetzt die Karte nicht mehr rausholen, aber wir hatten doch diesen Dreieck, ja, in dem du sagst, hier ist eine männliche Energie und hier ist eine ganz andere. Wir sehen hier schon mal eine, wie sagt man das, eine leidenschaftliche, ja, eine temperamentvolle, eine südländische Energie. Hier könnte das auch passen, aber das kann gut sein, wir haben hier jetzt eine lockere Energie, eine andere Energie und einer von diesen zwei Energien sagt er zu dir oder könnte auf dich zutreffen, könnte mit dir etwas anfangen. Ja, du könntest mit dieser Person etwas kreieren, diese neue Liebe, diese neue
Gelegenheit, die sich deinem Leben präsentiert. Eine Opportunität, eine Angelegenheit. Ich würde mal so sagen, eine schöne, positive Angelegenheit, okay? Die auf dich zukommen wird. Eine Überraschung, die er quasi auch, wie sagt man das, vorbereitet hat. Das ist ja so, du hast Geburtstag, die Sonne ist im Schützelein, ja, liebe Schützelein, du könntest jetzt auch sagen, diese Person hat für mich etwas vorbereitet. Das ist mein Geburtstagsgeschenk, okay? Mein Geburtstagsgeschenk kommt bald oder hat mich schon erreicht von dieser Person, was du nicht erwartet hast. Du kannst auch sagen, meine Ex-Frau hat mir was geschickt. Grüße, wie sagt man das? Grüße, einfach Geburtstagsgratulationen oder ein Geschenk mit den Kindern. Du sagst, ich hole mir die Kinder immer ab am Wochenende, wenn ich die Kinder sehe und ich habe jetzt ein Geschenk bekommen. Ja, die Kinder haben mir was mitgegeben. Das ist von der Mama oder das ist vom Papa. Und du hast nicht damit gerechnet. Du bist ein bisschen so überrascht. Ja, überrascht. Aber ich denke, hier erwartet etwas Schönes auf dich. Also dich erwartet etwas Tolles, würde ich hier auch sagen. Ja, wie gesagt, du bist ja auch das Geburtstagskind. Ich weiß gar nicht, ob ich dir gratuliert habe. Ob ich das ganz vergessen habe, lieber Schützelein. Sorry, wenn ich das gemacht habe. In der anderen Legung, das mache ich eigentlich mit jedem Sternzeichen. Das passiert. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber auf jeden Fall gratuliere ich ja dir, für diejenigen, die schon Geburtstag gehabt haben, für diejenigen, die bald Geburtstag haben werden, feiert das mit eurer Familie, feiert das mit den Menschen, die ihr wirklich liebt, ja, die Menschen, in denen ihr euch quasi wohlfühlt, ja. Normalerweise bei uns gratuliert man nicht vorher, das bringt Unglück, ja, also das mache ich auch nicht gerne. Ich gratuliere nicht vorher. Also diejenigen, die jetzt Geburtstag gehabt haben, alles Gute nochmal nachträglich. Aber die, wo noch Geburtstag haben, gratuliere ich nicht. Ich sage nur, feiert schön. Ja, das ist sehr wichtig. Okay. Ich kann gar nicht mal mischen. Guck mal. Badadadam. Im September ist was passiert. Oder im September wird was passieren. Passt auch zu dem Sommerschluss. Weil wir hatten den Sommer auch im September noch. Wir hatten ein gutes Wetter, wir hatten noch heiß noch mal, ne? Wer sich erinnern kann, das ist ja gar nicht weit weg. Leute, die Zeit vergeht. Ich kann mich noch erinnern, wo ich schwimmen war mit meinen Kindern. Und jetzt ist es Winter, bald Weihnachten. Leute, gebt es euch mal, wie die Zeit vergeht. Ich sag es. Aber es ist etwas da energetisch. Leute, das ist kein Zufall. Es bewegt sich wirklich schneller. Und nach dem chinesischen Sternzeichen kommen wir zu den Drachenenergie. Also Drachen, ich kann jetzt nicht sagen, das musst du nach Jahrgang. Ja, Drache ist dann 2024 und 2025, das weiß ich, weil ich dann Schlange bin. Ich bin die Schlange in den chinesischen Sternzeichen. Kommt dann die Schlange und da freue ich mich auch, weil wahrscheinlich das dann auch wichtig sein wird. Aber erstmal kommt die Drache und die Drache ist auch eine schöne Energie. Also wenn ihr Drachen seid, das ist schön, weil das repräsentiert euch noch als Energie. Das könnt ihr einfach im Internet auch eingeben, ja. Die haben da, glaube ich, den Schaf. Was haben die noch? Hund. Genau, weil meine Kinder sind Hund. Ja, sehr schön. Dann gibt es auch andere, aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht so. Also ich kann mich jetzt an die Schlange, Drache, Hund, Schaf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Maus auch da ist. Ja, die Maus auch, weil da jemand ist. Auf jeden Fall, schaut auch mal nach. Das ist sehr interessant. Also ich finde, die haben auch sehr interessante Sichtweisen. Ich bin da sehr offen, ja. Ich nehme da ein bisschen von jedem. So, September. Wie gesagt, September könnte hier mit einem Jungfrau-Energie zu tun haben. Waage auch. Weil am Ende September haben auch viele Waage Geburtstag, aber im September ist etwas passiert. Oder nächstes Jahr, wir haben bald es geschafft. Wird im September etwas passieren. Okay, eine Krönung, eine Situation, ja. Okay, schauen wir mal, mit welchen Sternzeichen du zu tun haben wirst. Oder du einen Aszendent hier haben könntest. Mond, Venus. Oder auch du sagst, die Sternzeichen sagen mir gar nichts. Nada, die fallen hier. Wassermann. Venere, Venus, du hast hier Waage, Stier. Skorpion, haben wir auch erwähnt. Ja, Skorpion hatten wir vorhin, gell? Und wir hatten auch die Erdelemente. Und Marte, Widder. Ich glaube, Widder haben wir auch erwähnt. Ich weiß aber jetzt nicht, welches Gespräch. Ah, allgemein von den Feuerelementen.
würde auch passen. Also Widder und Schütze, sehr viel Feuer. Sehr viel Feuer. Also ich denke, Feuer und Feuer kann gut passen, aber ich denke, man braucht immer den Ausgleich, weil das ist Yang und Yang, also quasi männliche Energie mit männlicher Energie. Ich denke, man braucht die Kontrapart, die ziehen sich an, die L'Opposizione, die Kontra, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin Feuer, auch aber nach dem Vedischen bin ich ja dann Yin, also ich bin weiblich, ich habe beides, das ist schön, dann brauche ich aber halt die Kontrapart, ja, je nach Situation. Okay, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, lieber Schützelein, ich sag mal so, zwinge dich nicht, okay? Das ist ja eine kollektive Legung. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Nimm das, was du umsetzen kannst. Ich freue mich natürlicherweise über einen Feedback. Und ich weiß ja ganz genau auch, dass es Leute gibt, dass sie mir den Feedback auch privat schreiben. Finde ich toll. Danke. Danke. Ich freue mich genauso. Diese Dame weiß bestimmt, wen ich damit meine, wenn sie zuhört. Umbacio. Carissima. Sie spricht meine Muttersprache, eine sehr liebvolle Schützelein. Also das ist eine Dame, die wirklich einen guten Herzen hat, ja. Und wenn du zuhörst, weißt du, wen ich damit meine, ja. Und dann kenne ich noch mal eine, die auch von Anfang an dabei ist. Ja, die hat schon seine Liebe gefunden, sag ich mal so. Sie ist nicht mehr so präsent, aber ich weiß auch den Grund, wieso, weil bei ihr alles gut läuft. Ab und zu mal macht sie das trotzdem, dass sie mir folgt, dass sie schreibt, dass sie sich die Videos anhört. Aber ich bin so froh für sie, ja. Und ich grüße dich auch. Danke, meine Liebe. Wie gesagt, ich finde das toll, dass ihr dann irgendwann mal auch den richtigen Deckel findet. Ja, man weiß nicht, wie lange. Das ist klar. Ich kann dir nicht sagen, wie lange. Das haben wir bei ihr vorhergesehen. Wir haben das alles gesehen. Sie hatte ein richtiges Problem mit ihren Ex und etc. Eine schwierige Situation. Und jetzt hat sie jemand gefunden. Und mit dem ist sie glücklich. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Okay. Also. Ich wünsche euch wirklich das Beste vom Beste, dass ihr wirklich dann auch wählen könnt und dass ihr das Beste wählt für euch. Weil, wie gesagt, welches Geschmack willst du? Das kommt auf den Geschmack auch drauf an, ja? Also ich denke, du wirst dein Geburtstagsgeschenk erhalten, okay? Dein Geburtstagsgeschenk erhalten, den du auch verdienst. Von dieser Person, von jemandem. Kann ja auch gut sein, dass jemand gutmütig ist zu dir, dir auch ein schönes Geschenk präsent machen kann, das eigentlich auch noch von der Familie kommen kann. Allgemein, hier könnte etwas Schönes kommen, ja? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich freue mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Lieber Schützelein, mach's gut. Ciao!